Hallo, nochmal ich heute und wie immer am Anfang Gruß an unsere vier Kinder. Ich habe euch alle vier sehr, sehr lieb. Ja, ich melde mich nochmal zum Beschluss, der gestern kam und der besagt, dass ich unsere Kinder am kommenden Samstag, also in der Woche, dass die mich da zum ersten Mal nach über 2 Monaten, dann 1,5 Monate sehen können. Nee, länger. 2,5 Monate. Die waren ja am 9. Oktober bei mir. Da hat die Mutter die ja zu mir gelassen. Einvernehmlich. Und trotzdem hat das Gericht danach den begleitenden Umgang beschlossen. Das ist auch noch eine Sache, die nicht geklärt ist, aber egal. Das ist nicht das, worüber ich jetzt reden will. Also der Beschluss, der gestern kam, interessanterweise ist da die Internetpräsenz nicht mehr drin. Ihr erinnert euch vielleicht, am 11. Oktober in dem Beschluss stand drin, dass das Reden der Kinder über das Wechselmodell sowie auch meine, so stand es wörtlich drin, Internetpräsenz, dass die körperlich und seelisch schädigend sei für die Kinder. Und das steht jetzt im neuen Beschluss nicht mehr drin. Und da erinnere ich mich an die Verhandlung, die wir hatten am 6. Dezember. Da hat das Jugendamt gesagt, ich hoffe, ich kriege es noch richtig zusammen. Ich versuche es mal. Das Jugendamt Alb-Donau-Kreis, die Außenstelle Ehingen, hat in der Verhandlung gesagt, Herr Grogans, öffentlich dürfen Sie über alles reden, aber privat nicht. Ich hoffe, das ist im Protokoll dieser Satz. Das ist so ein bezeichnender Satz. Und ja, anscheinend ist jetzt daraufhin die Internetpräsenz, nehme ich jetzt mal an, nicht kindeswohlgefährdend. Ist interessant, weil, wie ihr ja wisst, ihr seid ja alle regelmäßige Besucher unserer freifam.de Website. Ich habe nichts verändert. Ich habe immer noch weiter so geschrieben und Videos gemacht und veröffentlicht wie vorher. Also das Thema Wechselmodell war immer wieder Thema, auch es wurden Sachen kritisch betrachtet, Gerichte, Jugendämter und so weiter. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Ich habe nichts anders gemacht. Also, falls jemals eine Wohlverhaltenspflicht damit verbunden war, und ich kenne keine, ja, die wurde mir nie gesagt, wie ich mich auf der Website zu verhalten hätte, damit sie nicht unsere Kinder körperlich und seelisch schädigt. Ich weiß nicht, was sich da jetzt verändert hat. Ist ja schön, da weiß ich ja jetzt und auch andere Väter wissen jetzt, dass man in Deutschland durchaus auf seiner Internetpräsenz, so ein schönes Wort, dass man auf seiner Internetpräsenz durchaus über das Wechselmodell reden darf. Und ich glaube, da gibt es auch etwas, das nennt sich Meinungsfreiheit. Wer hat ja das irgendwas damit zu tun, dass jetzt die Internetpräsenz im Beschluss nicht mehr erwähnt wird, da aber in dem Beschluss hierzu keine nachvollziehbare Begründung drin ist, ist es alles Mutmaßung. Vielleicht ist es ja doch noch so, dass die Internetpräsenz eine Kindeswohlgefährdung darstellt. Auf jeden Fall steht im Beschluss nichts drin. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie nicht mehr kindeswohlgefährdend ist. Und deshalb rede ich hier weiter über das Wechselmodell. Und jetzt ist die Frage natürlich, wenn ich jetzt hier im Video, in diesem Video jetzt aktiv zu unseren Kindern rede. Hallo vier Kinder, hallo zusammen. Und jetzt nehmen wir an, ich würde hier in diesem Video jetzt aktiv über das Wechselmodell reden mit unseren vier Kindern, falls sie zuschauen. Hallo. Was jetzt? Ist es jetzt kindeswohlgefährdend oder nicht? Weil im aktuellen Beschluss steht ja drin, dass die Konfrontation der Kinder mit dem Thema Wechselmodell nicht kindeswohlfördernd sei. Was, wenn die Kinder jetzt gerade zuschauen? Konfrontiere ich sie jetzt gerade aktiv mit dem Thema Wechselmodell? Ich habe es ja auch vorher schon gemacht, vor dem aktuellen Beschluss von gestern. Also nehme ich an, ich darf es. Ich darf per Video unsere Kinder aktiv mit dem Thema Wechselmodell konfrontieren, aber dann, wie das Jugendamt Ihnen gesagt hat, privat. Also privat heißt wahrscheinlich, wenn Sie dann eben
face-to-face mir gegenüberstehen, dann darf ich es wahrscheinlich nicht. Gut. Naja, sieht so aus, als müsste ich in den Beschluss selber ein bisschen reininterpretieren. Vielleicht könnt ihr mir helfen, da habt ihr Kommentare dazu, Ideen, damit ich da keinen Fehler mache. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Samstag. Und falls ich wieder noch was im Beschluss finde, dann melde ich mich. Und natürlich wird der Beschluss auch anonymisiert veröffentlicht, wie immer. Gut, tschüss zusammen. Tschüss an unsere 4 zuckersüßen Kinder. 4 Küsse zum Abschied und Kinderbrocken. Vater und Mutter. Moment. War das jetzt eine aktive Konfrontation mit dem Thema Wechselmodell, wenn ich sage, Kinder brauchen Vater und Mutter und unsere Kinder schauen gerade zu? Vielleicht erfahren wir es im nächsten Beschluss. Ciao.